Ich habe hier schon alles eingenommen. Könnt ihr euch nicht selber befreien? Gut, da geht's weiter. Und ich heb ab. Ah, ich muss in die Richtung. Liegt leider nicht mehr auf dem Weg, liebe Rebellen. Da müsst ihr selber klarkommen. Ich überlege gerade, ist das auf dem Berg oder in dem Berg? Und wenn das in dem Berg ist, würde ich gerne wissen. Okay, den Eingang habe ich ja schon gefunden. Aber das liegt auf dem Berg. Du hast recht, das ist echt nicht gut. Da muss ich wieder gucken, wie ich vorankomme. So in den Gräbern der Ahnen. Ist es warm geworden? Da kann ich eine Schnellreise hinmachen, das ist ganz praktisch. Muss ich echt da hoch? Ja. Lalalala, da sind wir auch schon oben. Na. Zu hoch. Zu hoch. Wo muss ich denn überhaupt hin? Klassisches Teil. Also so, jetzt fehlen uns gar nicht mehr viele. 5 Stück. So. Hier können wir uns dann auch wieder direkt einen neuen Heli mit bestellen, nehmen, klauen. Ich weiß ja nicht. Morgen. Borgen ist immer gut. Solange man nicht sagt, wann man es zurückbringt. Denn wenn es dann kaputt geht, sag ich, ich brauche es noch. Warte. Oder kauf es dir neu. Ich habe gerade überlegt, hier diesen Wasserhelikopter. Allerdings ist das der erste, wofür ich Wasserlandung gebrauchen könnte. Takt 5318. Die Agency denkt, sie kann mich absetzen. Ich habe auch meine Spione. Vielleicht wird es langsam Zeit, meinen Einfluss über dieses kristallblaue Meer hinaus auszuweiten. Ich brauche mehr Ressourcen für die Erforschung von militärischem Gerät. Mag sein, dass die Menschen unter der Last meiner Bedürfnisse leiden, aber sie werden nicht daran zerbrechen. Ja, da gibt es schon die Rückschläge. Leider zu spät, da hatte Herr schon eine großflächige Sicherheitsstruktur, nenne ich es mal, aufgebaut. Oh. Nein, ich möchte die Feststellfunktion nicht benutzen. Das kann ich mal gucken. Ich glaube, es wird schwarz. Ich bin mir aber nicht sicher. Müsste ich gleich sehen. Hopp, 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 hopp. Da liegt ein klassisches Teil. Kann ich hier irgendwo landen? Ach nee, doch, es wurde ganz kurz schwarz, aber das Bild ist einfach nur eingefroren. Aussteigen. Natürlich. Ich habe ja auch nichts anderes erwartet. So, dann halt wieder so. Wow. Das war knapp. Boah. So eine Beschleunigung hätte ich gerne immer.
wirklich immer. Oh. So, diesmal war es ein bisschen lasch. Ich glaube fast, na. Gut, wenn man in die Höhe geschleudert wird mit dem Fallschirm, ist das natürlich nicht mehr so praktisch. Aber ansonsten macht das schon mehr Spaß. Diemal Masri hat ihre Lektion gelernt. Sie arbeitet oder ich foltere sie. Sie baut meine Waffen oder ich foltere sie. Sie steigert die Bavarium-Erträge oder ich traktiere sie mit einem Schweißbrenner. Niemand macht mir meinen rechtmäßigen Platz streitig. Ja, da geht es schon los, dass Dima gefoltert wird. Ging aber auch ziemlich schnell, ne? Dass sie gesagt hat, nope, für dich netten Menschen, der mich foltert, möchte ich nicht mehr arbeiten. So, ich sehe ihn hier schon. Gut, wollen wir das nächste? Ah, da oben sind noch ein paar Sachen. Hier haben wir noch ein Dreiergrüppchen. Ich mache mal erstmal hier oben weiter. So. Sieht schön aus, hier so schneebedeckt. Da hinten so einzelne Lichter, da ist eine Bohrinsel. Bergig. Echt? Also, das haben die echt gut hinbekommen. Das feiere ich sehr. Oh, meine Nase juckt. Wie kommt das denn? Schon wieder zwei Züge. So, da liegt das nächste Band. Nächste Dose. 5915. Der Umbau unserer geschätzten Ruinen zu Militärstützpunkten haben begonnen. Nicht nur antike Bauwerke sind zeitlos. Klar, auch Bavarium fördernde Maschinen, die aus Löchern was rausholen, sind zeitlos. Naja, nicht ganz. Irgendwann ist die Ressource natürlich aufgebraucht. Doch die Standart bleibt meist viele Jahre danach noch zu sehen. Ich weiß nicht, irgendwie wird das nicht blau. Na, na gut. So sei es. Guck mal, das sieht richtig toll aus. Sieht schon echt nice aus. Puh, ich möchte meinen persönlichen Highscore gerne brechen. Also nicht so dann eher brechen, aber ich verstehe immer noch nicht, wieso da jetzt nicht mehr irgendwer angezeigt wird. Weil theoretisch eingeloggt im Steam bin ich. Und auch verbunden und online. Ja, wie viele noch? Zwei? Okay. Da liegt nix. Haben wir hier oben sonst noch irgendwas? Nee. Das heißt, ich kann mich hier jetzt via Schnellreise hinbringen. Oh, ich muss einfach nur einen Sturzflug machen. Ist aber nett. So, einmal drehen. Und den Eingang suchen, da ist er. So, einmal durchs Gebüsch. Ah, das nächste haben wir dort. Ist echt nicht mehr viel, ne?
Zwei Gräber, zwei Sammel Dinger, wie heißen die nochmal? Also mein Gedächtnis ist gerade famos. Mein Sammelobjekt, diese, wie heißen die denn? Artefakte. Also so langsam mache ich mir Sorgen. Aber gut, solange ich noch meinen Namen kenne und ich nicht an Alzheimer nicht an Alzheimer erkrankt bin, ist doch alles gut. Ja, solange ich nicht an Alzheimer erkrankt bin, ist doch gut. Naja, solange ich jetzt okay. Ein bisschen doof. Das klingt nicht mehr so, als wenn ich die ganze Zeit vergesse und das wiederhole, sondern es klingt so, als wenn ich einen Sprung in der Platte habe. Hier in der Schallplatte. Das hat nicht ganz so funktioniert, wie ich es mir vorgestellt hatte. Aber letzten Endes kann man auch einfach mal 1,25 Kilometer den Berg hochklettern. Eine Sache, möchte ich unbedingt nachher noch machen. Die Zeit nehme ich mir. Und zwar müsste ich dann ein Flugzeug mir schnappen und zu dem höchsten Punkt von Just Cause fliegen. Ich war zwar schon auf dem... Wow. Ich war zwar schon auf dem Berg, aber... Oh Mann. Oh Mann. Oh Mann. Gut. Wenn das halt nicht funktioniert, muss ich erst hoch. Ich habe hier doch irgendeinen Adler gehört. Nicht, dass er mir noch die Augen auspicken möchte. So, dann zünden wir hier auch noch mal ein paar Kerzen an. Und als nächstes würde es... drei Teile habe ich da noch. Schnellreisen freigeschaltet. Du kannst jetzt in der Region Isola kostenlos Schnellreisen unternehmen. Nice. Aber das konnte ich doch schon vorher, oder nicht? Und ich meine, an solchen Punkten kann ich mich zum Beispiel nicht schnell reisen. So, ich muss den Punkt ja nochmal, also den Wegpunkt umändern, und zwar auf den hier. Oh, so schön schneebedeckt, das gefällt mir. Wow. Das hat sich ja voll gelohnt. Na, komm, hack dich dran. Hohohoho, hallo du Ziege. Okay, hier rennt weg. Ah, gut, ich wollte schon sagen, sind hier Grafikfehler, nur dieser Stein sieht ziemlich unrealistisch spitz aus. So, damit haben wir noch zwei Gräber. Ich glaube, das waren zwei Gräber und ein Artefakt. Das heißt, irgendwo auf der Karte müsste noch ein sogenanntes Fragezeichen sein. So, erst viel Geschwindigkeit aufnehmen und nach Möglichkeit ganz steil nach oben gucken, damit ich hier einfach hochklettern kann. Oh. Damit haben wir die auch schon. Damit haben wir den klassischen hier, den Carmen Albatros freigeschaltet. Diesen alten... Ich vergesse andauernd die Wörter. Ich weiß nicht, habe ich Alzheimer? Düsenjet, den alten
Propellerbetriebenen. Also gerade mache ich mir echt Sorgen. Warte mal, ist hier nicht der höchste Punkt? Müsste das nicht der höchste Punkt vom Spiel sein? Dann habe ich das ja auch gleich schon gemacht. Hier ist doch der höchste Punkt von dem Spiel. Gut, wahrscheinlich da hinten. Auf der extra Plattform. Weil man so schon nicht hoch genug ist, muss man natürlich nochmal 10 Meter in eine Plattform. Ist das ein Band? Tag 7103. Ich habe zu viele Rebellen getötet. Sie werden schwächer. Ihr Anführer, ein halbherziger Idiot namens Mario, scheint Verbindungen zu einem Agenten der Agency zu haben. Rico Rodriguez. Ich muss Mario dazu bringen, dass er seinen alten Freund kontaktiert. Vielleicht ist dieser Rico in Sachen Rebellion ja effizienter. Ich brauche ein Ziel, um eine neue militärische Macht zu testen. Aha. Also sind wir nur ein Ziel? Und ich habe eine Errungenschaft, dachte der Welt. Also ich sehe hier keine Gräser, also ich verstehe nicht, was du hier möchtest. Tschüss! Das dürfte ein bisschen... Der dürfte ein bisschen zählen, also... Bin ich gespannt, wie lange der zählt. Das arme Reh. 600 Meter? Ah, nicht ganz. 599 Meter haben wir geschafft mit dem. Aber fehlt mir jetzt nicht irgendwie ein einziges Fragezeichen? Also mir müsste theoretisch ein Fragezeichen fehlen. Und zwar für die Gräber, und zwar hier. Oder zwei Gräber. Ne, warte mal, was macht denn... Da macht mehr Sinn, da habe ich wahrscheinlich die Wahrscheinlichkeit für ein... wie heißen die? Flugzeug, Helikopter... Helikopter heißen die. Höher. So, da haben wir auch einen. So. Okay, damit haben wir auch gleich den Dach der Welt freigeschaltet. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ein oder zwei Fragezeichen. Ich glaube, es war nur noch ein Fragezeichen. Eventuell zwei, ich bin mir nicht sicher. Und weil ich mir nicht sicher bin, lande ich mal lieber vorsichtig, damit ich im Notfall noch weiter kann. Es waren alle. Ja. Errungenschaft freigeschaltet, Tomb Raider. Jetzt habe ich den Uga Stupka 210. Ach, das ist der, den ich hier schon mit habe. Okay. Ah, den kennen wir ja hier, den hier. Hallo, den hier. Ich sehe gerade einen ganz gravierenden Nachteil. Ich kann nämlich nicht. Oh, ich dachte, er fliegt irgendwo da hinten hin. Okay. Der fliegt immer auf dieselbe Stelle jetzt. Okay, also weiter geht nicht. Aber ich kann mehr in die Höhe schießen, das ist schön. Okay, und ich kann so nah an mir ran schießen, dass ich mich nicht verletze. Gut zu wissen, so damit habe ich doch jetzt alle Sammelobjekte gemacht. 182 von 227 gesamt. Oder auch nicht. Das heißt, uns fehlen noch ein paar. Ach so.
Jeder Velos Bender fehlt uns eins. Klassische Teile. Rebellenschreine. Ah, wahrscheinlich. Tollkühnelsprünge. Okay, das ist ja. Okay, das verstehe ich. Tollkühnelsprünge. Insula Drakorn. Hä? Fehlen uns auf Insula Drakorn echt so viele Sachen? Tatsache, hier habe ich die ganzen Sachen gar nicht gesammelt. Okay. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Ich dachte, ich habe die hier auch schon alles gesammelt. Weil ich frage mich, hä? Waren die jetzt auf der Insel? Oder auf den kleinen Inseln extra versteckt, aber wenn die hier sind, ist das ja kein Problem. Dann reise ich mal hier hin, dass ich das dann beim nächsten Mal nicht vergesse. Dann sammle ich die Sachen bei der nächsten Aufnahme. So, dann mache ich hier mal einen schönen. Nach einer Weile sieht man die Graffitis und ausgebrannten Autos gar nicht mehr. Okay, ich muss los. Ruf mich später an. Schön Werbung machen. Finde ich gut. Gut, in dem Sinne, für die Aufnahme verabschiede ich mich. Bis denn. Ciao.